Boah, das ist mir wert. Für die goldene Scheiße! Komm schon! Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Ombre und heute gibt's mal wieder eine kleine Runde angezockt. Und zwar gibt's im PSN-Store gerade dieses The Binding of Isaac Rebirth umsonst für die PlayStation Plus-Mitglieder. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, das mir mal runterzuladen, um einfach mal so einen Eindruck zu gewinnen, worum es da geht und das mit euch mal gemeinsam zu zocken. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen schon mal so eine Runde gespielt, dass ich nur mal so ganz grob weiß, worum es geht. Und ich starte hier einfach schon mal rein. File 1, New Run, mit Isaac auf der normalen Schwierigkeit, die ist eh schon schwer genug, wie ich finde. Und ja, nur so ganz kurz von der Grundidee, damit ihr wisst, worum es geht. Es ist hier so ein bisschen so im Zelda-Style, wie früher die Dungeons gehalten. Und im Endeffekt ist es auch nur so eine Aneinanderreihung von so Dungeons. Ich dachte erst, es wäre so, ja genau wie Zelda mit so einer Open World und dann am Ende mal so Dungeons. Aber hier geht es nur so drum, die Mutter von Isaac, der wurde irgendwie so von Gott befohlen, dass sie ihn umbringen soll. Und naja, das hier ist Isaac und der ist dann halt geflohen durch irgendeine Falltür in seinem Zimmer. Und so startet das Ganze und jetzt ist man halt hier in so katakombenartigen Dingern und muss sich jetzt hier so durchwursteln und gegen irgendwelche Monster kämpfen. Und genau das werden wir jetzt einfach mal machen. Gucken, wie weit wir kommen. Ich finde, ja, da sieht man es schon, ich finde, es ist recht anspruchsvoll. Also auch auf der normalen Schwierigkeit habe ich mich beim letzten Mal, wo ich es mal so ein bisschen gespielt habe, schon so schwer getan, so, ja, 2 bis 3 Level weit zu kommen. Und ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was alles bedeutet. So dieses blaue Herz hier zum Beispiel jetzt. Keine Ahnung, was das soll. Ja, da juppen sie schon wieder. Also in jedem Raum ist halt immer so irgendwie so ein kleiner Arsch oder so, der ihm dann so die ganze Zeit ins Gesicht springt. Und schon ist halt wieder ein bisschen Energizer weg, ja. Da sieht man es schon wieder. Oh Gott, das ist halt echt so der, das wirreste Chaos hier. Naja, und allzu viel Energie hat man halt auch nicht. Und dann heißt es auch schon wieder Good Game. Und auf Wiedersehen. Wie beim guten alten Chikuzel. So. Ja, geil. Trollmeister ist auch immer oft dabei. So die Gegenstände, an die man nicht rankommt. Und sowas hier habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Normalerweise gibt es in den Dungeons so Items, die man irgendwie einsammeln kann. Oder irgendwelche Pillen, die dann irgendwelche Auswirkungen auf das Gameplay haben. Aber was das jetzt hier ist, keine Ahnung, kann man da drauf schießen? Ja, okay, na gut. Dann lassen wir es halt einfach hier, was soll's. So. Genau, und dann gibt es nochmal so Schlüssel, wo man dann durch irgendwelche Türen durch kann oder Truhen öffnen kann. Zwischendurch gibt's, ach du Kacke, gibt's auch immer so komische Händler, bei denen man dann irgendwie so Herzen kaufen kann oder Bomben kaufen kann oder irgendwas machen kann. Aber das werdet ihr dann hier auch noch sehen. Hauptsache ich schaffe hier wenigstens mal den ersten Dungeon noch. Ah, fetter Spider-Man. Ah, komm schon. Und auch das so mit dem Schießen ist so ein bisschen unkontrolliert, wenn man so, man kann halt nur links, rechts, oben, unten schießen. Und wenn man sich so während dem Schießen noch so bewegt wie hier, dann gehen die Schüsse halt so etwas, naja, in diejenige Richtung. Also ist oftmals irgendwie die Accuracy nicht so auf 100%. Ah. So, ein halbes Herz. Das ist auf jeden Fall gut. So, das ist immer schon der Endboss-Raum. Sieht man ja da oben rechts auf der Map auch schon. Das heißt, ich will jetzt erstmal noch den Rest von dem Dungeon erkunden. Die Räume, die man schon einmal geschafft hat, die muss man auch nicht nochmal machen. So, das heißt, wir haben jetzt 2 Schlüssel und hier geht's mal noch runter. Ah ja, genau, das ist dieser Händler. Gut, jetzt haben wir eh kein Geld, können sowieso nichts kaufen. Und dann kann man hier, sieht man, habe ich schon ein bisschen was eingeworfen, kann man auch Geld einwerfen, da passiert auch irgendein Schmarrn, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und es gibt auch so Secret Rooms immer, also man muss immer mal gucken, wenn man genug Bomben hat, dann kann man hier immer mal so an den Seiten dann testen, ob es da einen Spezialraum gibt, aber Bomben gibt es eh nicht so viele, deswegen verschwende ich die lieber nicht. So, kaufen können wir ohnehin nichts. Ja, genau, so hier in dem Stein ist halt so eine Bombe drin, aber ich weiß nicht genau, ob wenn ich jetzt eine Bombe lege und den spreng, ob ich dann wieder eine bekomme. Also ich habe jetzt ohnehin nur eine, deswegen behalte ich die mal noch. Wenn man durch die Tür geht, dann nimmt man ein bisschen Schaden. Dann gibt es aber meistens irgendwie so ein kleines Special dahinter, aber da gehe ich jetzt mal lieber nicht durch. Achso, ja, da juppen sie schon wieder. Ja! Oh Gott, lass mich in Ruhe! Ach du Scheiße, ey. Ja, das läuft ja schon wieder sagenhaft. Na gut, immerhin wieder ein Herz bekommen. So, und jetzt, ich weiß nicht genau, das hier ist eine Bombe und was ist das hier? Eine Bombe und eine halbe, oder was? Ach komm, das probieren wir jetzt mal. Ich spreng hier mal den Stein weg und dann gucken wir mal, was da los ist.
Ah ja, Tatsache, zwei Bomben waren das, okay. So, genau, bei dieser goldenen Tür, da gibt es immer so ein Item. Damage up, genau, und dann verwandelt man sich auch immer so ein bisschen irgendwie. Also am Ende schaut der Isaac dann schon so ein bisschen strange aus, so die leichte Metamorphose jedes Mal. So, und wenn wir jetzt da ohnehin die Bombe wieder bekommen, dann lege ich hier eine hin, dann gucken wir mal, ob da unten noch irgendwas ist. Ne, ist natürlich nichts, außer hier so der kleine Wurm. Gut, also durch das Ding will ich jetzt eigentlich eher nicht durchgehen, obwohl da links noch ein Herz wäre, was wir mit einer Bombe holen können. Ach komm, Risiko, was soll's. Eine Truhe, okay. Sind da noch irgendwelche Gegner oder ist das alles hier nur... Schießt irgendjemand auf mich? Nee. Ja! Ja, danke! Ach so. Ja, ganz gut. Ja, super. Okay, jetzt komme ich hoffentlich noch wenigstens durch die Tür hier durch. Ja, geil. Ja, so, das meine ich halt. Jetzt habe ich halt schon kaum den ersten Dungeon geschafft, bin schon fast tot. Kann mir jetzt hier noch halt das Herz holen und vielleicht die Batterien in die Luft sprengen oder was immer das soll. Nee, geht natürlich auch nicht. Gut, anderthalb Herzen für den Endboss, ja. Good game. So, dann schauen wir doch mal, wer uns hier erwartet. Gemini! Ja, ziemlich krankes Zeug ist hier auf jeden Fall am Schlüssel. Ach du Scheiße! Schießt der auch irgendwas auf mich, oder? Ja, ich habe schon verstanden. Ja, lass mich in Ruhe. Achso, ja, jetzt schießt er sogar noch. Ja! Ja, das war klar. Boah, ich sehe schon, wie das wieder nichts wird. Ach du Kacke, lass mich doch in Ruhe. Mit deinem Schmarrn hier. Ja! Ach du Scheiße, gleich ist es schon wieder soweit, Jungs und Mädels. Gleich ist es schon wieder soweit. Ach herrje. Ja. Kotz woanders hin. Oh Gott, volle Konzentration. Komm schon, ich will wenigstens noch in den zweiten Dungeon irgendwie reinkommen. Nein, Purzelchen, aus dem Weg, ich sehe nichts mehr. Ach du Scheiße, jetzt wird hier unter erschwerten Bedingungen wird hier gespielt. Aber das... Oh, das... Ja, das hält mich nicht auf. So, steht die Facecam noch? Ja, okay. So, 2,5 Herzen und hier noch irgendwie so den Schmarrn. Okay, Health Points ab. Achso, jetzt habe ich so ein extra Herz dazu bekommen. Okay, das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. So, kurz checken. Ja, Facecam steht noch. Purzelchen hat sich da irgendwie dran vorbeigeschlichen. Gut, dann geht es jetzt ein Stockwerk tiefer. Dann gucken wir mal, was uns da für ein krasser Scheiß erwartet. Aha. Okay. Also, wie man schon sieht, es ist auf jeden Fall so ein ziemlich kranker Scheiß. So, wer ist jetzt hier unterwegs? Nein! Oh Gott, ich mach's auch jedes Mal falsch und lass mich immer gleich so tausendmal treffen. Das müsste man eigentlich schon so ein bisschen besser hinkriegen können, aber naja. So, was haben wir hier? Achso, ja, das sind irgendwie so Items, das kann man dann irgendwie einsetzen. Da bin ich mir nur noch nicht so ganz sicher, was das dann immer alles ist und was das soll. Die Nummer 18, The Moon. Komm, ich setze das mal ein. Geht es mit R1, glaube ich, oder? Aha, okay. Jetzt in der siebten Dimension. So, und was soll das jetzt? Der Pillenhainer. Ja, okay. Eine Pille mit 3 Fragezeichen. Setzen wir die mal ein. Health up, okay. Kann ich die anderen jetzt auch noch nehmen, oder was? Und eine ist so die Trollpille, wo ich dann gleich tot bin, oder was? Nochmal Health up. Okay, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Und was ist das? Ja, die 3 Fragezeichen und... Lemon Party. Aha, jetzt hat er da hingepisst, oder was? Nun gut. So, gibt's sonst noch irgendwas? Scheinbar nicht. Na gut, dann schleichen wir uns wieder. Was ist das hier? Okay, das macht auch irgendwie nichts. So, dann kurz auf der Map gecheckt. Machen wir erst noch den Raum da links. Und da muss man auch aufpassen. Ich habe irgendwie
beim letzten Mal schon festgestellt, auch aus diesem Feuer kommt manchmal irgendwie so der letzte Scheiß raus, der auf einen schießt. So, machen wir erstmal alles aus. Ah, ein Goldtaler. So, ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Gut, so, dann gucken wir doch mal weiter. So, das sind wieder die kleinen Arschgeigen. Ja, die sind nicht ganz so gefährlich, aber alles, was irgendwie so auf einen schießt die ganze Zeit, dann ist schon immer mal der ein oder andere Hitmarker dabei. So, eine Bombe. Gut. Schlüssel habe ich auch noch. Jetzt ist natürlich nur die Frage. Ich glaube, ich gehe erstmal hier in den Goldraum mit dem Item. So, was haben wir hier? Das Triforce der Macht, hoffe ich. Revenge Fly, okay. Na gut, ich glaube, der muss jetzt mit. So, gut, also für hier unten haben wir dann keinen Schlüssel mehr. Da müssen wir mal gucken, dass wir noch irgendwo einen organisieren. Achso, genau, okay. So, also jetzt rauf, gucken wir mal, was da los ist. Hey, was soll das? Bitte nicht auf mich schießen. So, komm, Schlüssel! Ja, Bombe. Gut, gut. Ja, ich will jetzt aber auch nicht auf blöd irgendwo versuchen, ob ich da durchkomme, sondern checken wir erstmal so normal alles ab. Oh Gott, was ist das? Ja, gut, da könnte ich mir jetzt ein Herz in der Mitte holen. Ja, das wäre schon vielleicht nicht schlecht. Ich habe 3 Bomben. Oh Gott, aber ich vermassel das bestimmt. Hey, ich sehe es schon. Ah, das war ja gar nicht schlecht. Sogar noch eine... Achso, AI, jetzt fahren... Ah, boah, jetzt... Vorsicht. Ach du Scheiße. So, jetzt mal kurz einen Überblick verschaffen. Boah, ja, das war klar, dass das passiert. So... Achso, da brauche ich natürlich auch einen Schlüssel. Ja, super gemacht. Naja, gut, dann gehen wir erstmal weiter. Gucken wir erstmal beim Fliegenhainer vorbei. Boah, und der goldene Schiss der Verdammnis. Geil, da ist er endlich. Lange habe ich nach ihm gesucht. Aha, damit kann man scheinbar alles umbringen. Gut, und hier ist der Endboss. Boah, bitte, ich will die goldene Scheiße haben. Hallo? Sollte ich es mit einer Bombe probieren? Ich bin mir nicht sicher, ob man diese Blöcke wegsprengen kann. Boah, das ist mir wert. Für die goldene Scheiße! Komm schon! Ah, natürlich nicht. Gut, also, dann haben wir jetzt da schon den Endboss. Ah, das ist echt ein bisschen schade, weil ich jetzt an die Truhe nicht rankomme. Und in den anderen Räumen jetzt halt dann auch nichts mehr gewesen ist. Ah, schade. Na gut, okay. Kann man nichts machen? Dann schauen wir mal, ob wir mit unseren 3 Herzen hier noch den Endboss besiegen können. Monstro! Ach du Scheiße. Boah, muss denn das sein? Ja, da kotzt er. Schnell weg. Ah, nein, natürlich. Natürlich vermasselt. Ah, verpiss dich, du. Ah, ich habe ihn erwischt, oder? So, schnell die Herzen einsammeln. Oh, der heilige Mushroom. Shrooms Party. All Stats up. Und ich habe Magdalene und The Tank Challenge und Cursed unlocked. Okay. So, in der Scheiße hier ist manchmal auch noch was drin. Muss man auch immer nochmal schnell abchecken. The Butterbean has appeared in the basement. Aha. Dr. Butterbohne. Komm, irgendwo wird doch hier noch irgendwas drin sein. Achso, ich habe jetzt auch so viele Herzen wie noch nie. Ah, das ist eine gute Voraussetzung. Die Todeskarte haben wir nochmal dabei. Ich denke mal, das cleart wahrscheinlich den ganzen Screen. Also, gehen wir weiter. Jetzt sind wir Basement 1, glaube ich, dann nennt sich das dann, oder? Naja. Nee, Caves 1. Ah, sogar voll Energie bekommen. Nice, nice. Gut, so, dann gucken wir doch mal, ob wir uns... Ja, hier irgendwie so durchschlagen können. Wow, sogar mal, dass ich kein Herz brauche.
Okay, die waren ja nicht so schwer. Noch ein halbes Herz sogar. Gut, da ist die Tür, wo ich Schaden nehme. Da gehe ich jetzt erstmal noch nicht durch. Naja, wobei... Ja, können wir jetzt eigentlich schon gleich machen, weil hier liegen gleich zwei Herzen. Dann kann ich mich eh wieder aufladen. Ja, auch gut, dass man hier nichts sieht. Oh, wow. Ah, nice. Boah, jetzt habe ich ja schon... einen guten Energizer, würde ich sagen, oder? Achso, hallo, wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Ich bin doch noch gar nicht voll an Herzen, oder verstehe ich das irgendwie falsch? Ach, oder habe ich die nur einmalig, die beiden Herzen? Achso, das ist wahrscheinlich nur einmal und wenn die weg sind, sind sie komplett weg. Ah, okay, gut. So, dann... Ah! Muss denn das sein? Boah, das ist echt immer so die größte Seuche, die Gegner, die so den Scheiß auf einen werfen. Ah, was ist das? Achso, man kann immer nur eins haben. Also ich kann entweder die Karte oder die Pillen. Gut, dann setze ich die Pillen einfach ein. Ja, Health Down. Der Trollmeister. Gut, da ist irgendwas mit zwei Schwertern. Da ist wahrscheinlich irgendwie Kampf. Dann gucken wir erst nochmal kurz hier. Was soll das? Achso, den kann man nur treffen, wenn er da so abspackt, oder was? So, ein Coin. Spider-Man, der größte Held in deiner Welt. So, da haben wir wieder ein Herz. Wobei ich das schon wieder nicht nehmen kann. Keine Ahnung. Na gut. Boah, zweimal goldene Scheiße. Ach, die kann man so abschießen. Ach so, ja, da kommt der krasse Goldrausch raus, oder was? Und bei dem? Ja, sehr gut. Ja gut, und machen wir uns doch nichts vor, das werden wir doch niemals bekommen, oder? Naja. Ih, was ist das? Die geilen Soundeffekte. Ja, tollen Schlüssel, aber da komme ich doch nicht hin, oder? Ne, komme ich natürlich nicht hin. Hm. Hä, was heißt das? Kann ich die gar nicht kaputt machen, oder was? Und was ist das hier? Face up. Sieht nicht so aus, als wenn die kaputt gehen. Ja, aber die gehen kaputt. Ach du Scheiße. Die schmeißen aber auch den guten Dreck. So, okay. Oben ist der Endboss. Wie war das auf der Map? Da gab es aber noch einen Raum da unten. Also zu dem will ich jetzt eigentlich schon noch hin. Und was war hier links? Da oben noch eine Tür mit Schlüssel. Boah, und komm, da links, da sieht's doch nach Bombe aus, oder? Ah, Tatsache, Glück gehabt. Oh! Ach so, ja gut, ich kann nur keine nehmen, oder was? Ja, geil. Na gut, dann können wir uns hier aber zumindest nochmal wieder auftanken, wenn wir irgendwie zu viel Scheiße bauen. So. Also. Gut, an den Schlüssel komme ich nicht ran. Dann will ich aber zumindest noch in diesen Raum da unten rein. So, was ist das? Ach du Scheiße, was ist das? Stompy! Lasst mich in Ruhe, ihr kleinen Scheißer. Was hat er sich denn da jetzt für eine Mütze aufgesetzt? Das ist ja ganz schlimm. So. Ach so, ja, weiter geht's. Ach so, ja. Auferstanden von den Toten, oder was? Hä? Ach so.
Ach du Kacke. Ja gut, vielleicht brauchen wir die Herzen gleich doch nochmal, so wie das aussieht. Wow, und der ganze Scheiß ist für einen Schlüssel, echt? Oh, wow. Puh, so, so, wie war jetzt das? Was war da unten mit dem Goldenen? Haben wir da nochmal einen Schlüssel gebraucht oder war das soweit alles? Ah ja. Ja gut, also ich glaube, dann benutze ich den Schlüssel dafür und gehe hier rein. Weil da gibt es doch meistens immer irgendwas Geiles. Kills Heal. Ah, das ist doch nicht schlecht, oder? Das heißt, wenn ich jetzt jemanden umbringe, dann regeneriere ich meine Herzen. Gut, dann haben wir, glaube ich, hier alles gesehen. Dann können wir uns zum Boss aufmachen. Dann schauen wir mal. Hä? Ach so, ah, ja, geil. Na gut. Ah, das ist jetzt schon so ein bisschen... bisschen gemein. Da kann man nicht rüber. Okay. Gut, den Schlüssel bekommen wir auch nicht, haben wir schon festgestellt. Und dann... genau, Herzen haben wir alle voll. Dann gucken wir doch mal, wer der Boss ist. Der Piep! Okay. Ja gut, da kann man sich ja schon so ein bisschen hier so in Sicherheit bringen. Ah, da treffe ich ihn natürlich nicht. Achso, und jetzt gehen dann die Blöcke auch kaputt. Ih! Halten wir uns hier mal noch kurz ein bisschen in Sicherheit auf. Ach du Scheiße. Ach komm jetzt. Jetzt spielen wir auf Angriff. Jetzt ist eh schon der ganze Scheiß hier kaputt. Ah, geschafft. Bäh. So, das sammeln wir uns ein. Der Drink des Todes. Damage und Range up. Okay. Hier noch ein Herzchen. So, dann hätten wir den Dungeon auch geklärt. Dann geht's gleich weiter. Aber ich glaube, so weit bin ich noch nicht gewesen. Gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Die strangesten Comics immer. Haha, da ist er tot. Wie lustig. Naja. So, Caves 2. Gehen wir nach unten erstmal. So, für eine Bombe. Da ist wieder die Schadenstür. Da gehen wir erstmal noch nicht durch. Ach du Scheiße. So, ich glaube, das haben wir ja ausnahmsweise mal ein ganz kleines bisschen besser hinbekommen als sonst. Na, nee, die explodiert gleich. Okay. So. Gut, gut, gut. Das hat auch geklappt. Ah, das ist ja mies, okay. Achso, mit der Range komme ich da überhaupt schon hin vielleicht? Ah ja, okay. Ja, unendlich weites Schießen, mein Junge. Gut. Achso, da ist noch eine Fliege. Okay, ein Herz, das ist auch gut. Ah, scheiße. Ah, ja, okay. Hm. Nicht so sehr gut gemacht, aber was soll's. Ach du Scheiße, hier schießen wir tausend Sachen auf einen. Ja, verdammt. Ah! Ah, wann gehen denn die Dinge auf? Ah, das ist echt Saulink, ey. Jetzt komm schon.
Das hätten wir. Achso, war jetzt hier sonst noch irgendwas? Was steht da? Okay. Gehen wir erstmal hier durch. Gehen da die Steine kaputt oder was? Okay. Gut. Na, die kleinen Schweinsfliegen. Ah! Schnell weg. So. Ah ja, jetzt die Karte. Ich wollte die wieder ein bisschen kleiner haben. Das hat so ein bisschen genervt. Okay, haben wir einen Schlüssel? Haben wir einen Schlüssel? Ja, dann versuchen wir doch gleich unser Glück. Ah! Toll, natürlich nur der Schweinsraum mit Blödsinn zum Kaufen. Na gut, wenn wir schon Schlüssel verschwendet haben, dann holen wir uns zumindest einen wieder. Ja, das Herz, das... Ah, das können wir dann später immer nochmal holen, wenn wir wollen. So. Hier gab es nichts weiter. So. Da ist jetzt irgendwie so eine Spezialtür. Links ist der Boss. Ah, ich teste es mal, ob ich da mit dem Schlüssel reinkomme, oder? Ach komm. So, was ist das jetzt? Ah, ja, okay. Ach so, ja, toll, vielen Dank. Gut, was haben die da? Der hat ein Herz. Der hat einen Schlüssel. Ja, ach so, wir haben eh noch einen Schlüssel. Ja, was soll denn das? Okay. Ja gut, dann nehme ich halt nichts, wenn hier alles nur Schaden anrichtet, okay? Dann wurden wir da wohl wieder gut getrollt. Dann will ich noch eben gucken, was sich hier der Rest noch so erlaubt in diesem Dungeon. Jetzt haben wir hier noch rechts eine Tür. Was ist das da für ein Viech? Ach du Scheiße! So. Gut, ich habe auch noch einen Schlüssel für die Tür. Da gibt es doch hoffentlich wieder irgendwas Geiles. Oh, das schaut ja schon recht wild aus. Friends. Achso, ich habe noch diese Todeskarte da unten. Die darf ich auch nicht vergessen. Okay, der kommt mir jetzt auch hinterher. Ist das hier Hubert Cumberdale oder was? Na gut. So, also, dann haben wir noch einen Raum oben. Ach so, geil, der schießt so mit mir, oder was? Ah, witzig. Das ist natürlich nicht schlecht. Gut, so, was war jetzt hier links in den Räumen noch mit den Herzen? Da ist eh noch ein Raum, wo wir noch nicht drin waren. Ah, da unten, weiß ich nicht ganz genau. Da oben ist zu, da kommen wir eh nicht hin, dann... Ach, da war eine Spinne, die habe ich gar nicht gesehen. Na toll. Ach so, und diese Fliege von mir ist auch noch dabei und macht da irgendwie den Schmarrn oder was? Was ist das für eine Karte? Joker! Ja, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich... Ach, wir probieren das einfach mal aus. Keine Ahnung, was die Joker-Karte ist. Okay. Nehmen wir uns mal das. Und das. Und das. Evil Friend. Ja, der nächste kommt mit. Und jetzt? Okay. Und wie geht's jetzt weiter? Licht aus. Oh, geil, okay. Der dicke Laser. Ja, und komme ich jetzt auch von hier wieder irgendwie raus, oder? Ach, da, okay. Verstanden. Gut, dann kann ich jetzt wieder die Dingskarte mitnehmen. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht kann man das auch beim Endboss einsetzen. Das probiere ich gleich einfach mal aus. Also ich gehe jetzt mal da unten nicht rein. Sondern gehe jetzt hier nicht über los, ziehe keine 86.000 Euro ein, sondern direkt zum Big Boss Dr. B. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich setze die Todeskarte jetzt mal ein. Widow! Double Trouble! Und los geht's!
Na gut, es hat den zumindest ein bisschen Energie abgezogen, so wie es aussieht. Ach du Scheiße. Ah, ja, scheinbar da, wo die da so am Rumjumpen sind, da. Puh. Okay, Lil Chubby has appeared in the basement. Ah. So, was ist das hier? Ein neuer Mushroom. Kann der was? Hier, Short Speed Down. Puh, okay. Schaut schon so etwas derangiert aus, unser kleiner Held hier. Ich zock trotzdem noch ein bisschen weiter. Wir machen jetzt einfach so weit, wie ich komme. Auch wenn es dann jetzt ein bisschen länger dauert. Aber dann sieht man auch ein bisschen mehr vom Spiel, denke ich. Und ihr wollt ja sicherlich auch sehen, wie ich mich jetzt hier noch weiter schlag. Deswegen geht es jetzt weiter zum nächsten verrückten Comic. Ab in die Trapdoor und dann tot. Ja, das ist irgendwie so die Message, die sich irgendwie so in diesen Cartoons durchsetzt. Am Ende werden wir alle tot sein. Das ist doch gut zu wissen. Gut, okay. Ja, da frage ich mich nur immer, gibt es da irgendwie einen Trick? Kommt man da irgendwie hin? Ich meine, so an die Kiste kommt man doch nicht ran. So, da unten ist wieder die Tür, wo ich Schaden nehme. Da gehe ich jetzt nicht durch. Boah, ja, okay, der hat echt so den dicken Laser am Stissel. So, zack, zack, zack. Alles hier tot machen. Plop, plop, plop. So, haben wir jetzt alles erwischt. Noch schnell gucken, ob sich hier unter der Kacke was versteckt. Aber es sieht nicht so aus. Ne. Ja gut, hier sieht es ja fast schon so aus, als wenn da ein Eingang wäre für irgendwas, aber... Ja, obwohl, ich habe ja sogar 6 Bomben. Ich könnte ja sogar mal einen Versuch wagen. Aber ja, gucken wir erstmal normal weiter. Gut, waren das jetzt alle Gegner? Gab es denn hier gar nichts? Kacker ist schon kaputt. Da ist noch einmal Kacker. Na gut. Gehen wir erstmal weiter. Okay. Gar nichts oder was? Okay, ein Schlüssel. Ah, Scheiße. Faith up. Ach so, da sind wieder diese. Hä? Ah, ich habe gar nicht gesehen, wo mich einer getroffen hat. Fuck. Gut, 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 gut. Ja, den Schlüssel könnten wir jetzt uns holen, dann würden wir aber auch wieder Schaden nehmen. Also mache ich das erstmal nicht. Wir haben ja ohnehin noch einen. Ah, Scheiße, was ist das denn? Okay. Ja, schießt er dann da durch. So. Gut, da haben wir eh noch einen Schlüssel. So, jetzt haben wir rechts und oben. Gehen wir erstmal hier lang. So, den haben wir schon mal. Den haben wir auch. Ein Coin. Irgendeiner explodiert gewiss wieder. Nee, okay. Gut, dann setzen wir einen Schlüssel ein. Na, obwohl, gucken wir erstmal noch kurz weiter. Ich will auf jeden Fall wieder in diesen goldenen. Achso, da ist schon der Endboss. Gut, 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 gut. Dann testen wir das hier auf jeden Fall mal kurz, was da drin ist. Oh, Kampf. Boah, ja, okay. Der Laser des Todes. Ja, nicht schlecht. Meine Kollegen hier, die helfen mir ja schon ganz gut. Also, das war jetzt hier nur für Coins, oder was? Na gut. Auf die bin ich ja eigentlich nicht so scharf, aber egal. So, dann... Den Schlüssel hätten wir im Notfall noch. Ach so, ja, geil, das... Ach so. Ah, das ist auch was, was man einsetzen muss. Was war das hier für ein Teil? Bible Tract Faith Up. Ich glaube mit L2. Das probieren wir jetzt mal kurz. Nee. Aber das ist ja beides Faith Up, also ist, glaube ich, egal, was ich mitnehme. So, dann schauen wir hier noch runter.
Ja, das scheiße mir. Gut. So, Schlüssel und der goldene Raum. Hatten wir das nicht schon mal? Poison Tears. Okay. Nehme ich mit. So, dann haben wir noch, da links waren noch zwei Räume am Start. Die will ich der Vollständigkeit halber eben auch noch schnell abchecken. An die Truhe würde ich, wie gesagt, eigentlich auch gerne ran, aber naja. Ist nicht wegen gibt's nicht. So, was haben wir denn hier? Eine Bombe, die können wir uns auch nehmen. Da oben sieht es wieder nach Kampf aus, oder? Ah ne, ich denke, die ist... und explodiert die wieder, oder? Achso, es kommt noch mehr. So, kommt schon, die kleinen Schweinsgesichter. Ihr Dreckerten! Achso, kann man die nur so von der Seite treffen, oder was? Ja, komm! Okay, haben wir geschafft. Schlüssel und Coin mitnehmen. Die Gedärme lassen wir liegen, sonst ist nichts mehr da. Gut. So, und dann haben wir noch hier links. Achso, nochmal so ein paar Heinis. Naja, gut, die sind ja nicht ganz so gefährlich. Aber ich lasse mich hier schon auch nochmal treffen, ey, ich sag's euch. So, nehmen wir auch mit. Ah, komm schon, ich dachte, ich wäre noch dazwischen gestanden. Was ist denn da noch? Okay. Gut, soweit, so gut. Dann geht's immer noch weiter. So, was ist das jetzt hier? Da brauche ich einen Schlüssel, um da durchzugehen. Und was soll das dann hier? Ach, was soll's. Komm, das testen wir jetzt einfach mal. Aha. Health up. Das machen wir doch auf jeden Fall. Kann ich da nochmal ran? Ein Coin, okay. Beim dritten Mal explodiert das Schweinsteil doch wieder. So, also gehen wir lieber gleich. Jetzt, wo es gerade am schönsten ist, sollen wir noch aufhören. Gut, also, dann gehen wir jetzt zum Boss. Ah, halt, da ist noch ein Herz. Mal eben schnell schauen, dass ich kein Herz mehr entgehen lasse. Ne, da war aber nichts mehr. Auf dem Weg zum Boss waren nochmal zwei, aber die habe ich ja, glaube ich, nicht bekommen. Ach komm, wir gehen noch einmal ganz kurz. Ist auch nichts mehr. So, das war Face Up, das habe ich sowieso noch. Ja, Schlüssel und Coin brauche ich jetzt hier in dem Fall nicht. An das Herz komme ich nicht ran. Gut, dann gehen wir zum Boss, würde ich sagen. Und gucken wir, ob wir den noch irgendwie hinkriegen. Monstro 2, so wie es aussieht. Ah, okay. Ah, okay, der hat auch den Laser am Start. Scheiße. Ja! Oh Gott. So, komm, das sieht doch aber nicht so schlecht aus. Den kriegen wir doch gebacken, jawohl! So, gut, dann haben wir hier Herz, Herz, volle Energie. Ja, hier noch die Drogenhainer. Ah, nehmen wir uns auch mit, was soll's. Speed und Range nochmal ab. Und dann geht's jetzt in den letzten Dungeon, Jungs und Mädels, glaube ich, oder? So, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, unser furchtloser Held hat auch schon so einiges mitgenommen. So, letztes Comic dann, oder? Auf der Toilette. Klopapier alle. Na okay, gut, das war ja ein bisschen ein bisschen harmloser als sonst. Gut, dann gucken wir doch mal uns hier im letzten Dungeon so ein bisschen um. Aha. Was? Lucky Rock has appeared in the basement, was immer das auch alles immer beheißen soll. Achso, die kreiseln da immer nur bei dem Dings rum, ja, dann ist das ja ziemlich berechenbar. Ja, den haben wir. Und den haben wir auch. So. Dann gehen wir erstmal
Echt? So lustig finde ich das aber gar nicht. Ach so! Ach so! Ah, okay. Ah, auch krass von Zelda geklaut. Diese Hände, die einen immer zum Anfang von dem Dungeon zurückbringen. So, ich habe noch einen Schlüssel, dann gehe ich gleich da durch, bevor es zu spät ist. Ach so, die muss man auch besiegen, oder was? Ja! Scheiße. Na gut, dann halt nochmal. So, okay, jetzt haben wir es aber. So, was haben wir hier? Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Zusätzliche Energie oder irgendwie sowas, keine Ahnung. So, gehen wir erstmal runter, so weit wie es geht. Ah, die schönen langsamen Gegner. Das sind mir die liebsten, du. Das sage ich dir. Aha, die Kiste aus der Kiste. Und jetzt habe ich keinen Schlüssel, oder was? Ja, natürlich nicht. Gut, gehen wir weiter runter. So, den haben wir irgendwie treffen können. Kann ich den nicht so, wenn ich... Genau, wenn ich mich so runter bewege, dann kann ich doch so ein bisschen nach unten schießen. Ah, das ist kompliziert. Naja, dann machen wir es halt einfach so. Boah, geil. I can outrun my shots! Da ist er schnell unterwegs. Der junge Mann. Boah, ich habe die goldene Pille, oder was? Komm, die setzen wir ein, was soll's. Puberty. Okay. Nehmen wir gleich die nächste. Telepilz. Ih, was hat er denn da jetzt auf dem Kopf? Ist ja ganz schrecklich. Oh Gott, boah, ja, so langsam wird's echt ein bisschen gruselig. So, also, ich will aber schon noch hier weiter eigentlich. Ja, das kann ich wieder nicht nehmen aus irgendeinem Grund. Gut, da brauchen wir rechts auch einen Schlüssel, dann können wir noch hier rein. Ah, lass mich in Ruhe, ihr Schweinsgesichter. Gut, da hätten wir auch schon den ersten Schlüssel. Was machen wir dann damit? Gucken wir dann gleich hier rechts rein? Oder gucken wir in die goldene Truhe? Ich will sehen, was in der Truhe ist. Zwei Schlüssel, okay. Ideal. Ach gut, den goldenen Schlüssel brauchen wir wahrscheinlich für den Bossraum. Dann hätte man so oder so nochmal irgendwo einen bekommen. Dann können wir jetzt auch genauso gut hier reingehen. Komm, Lasermann! Ah, brauchen wir keinen Lasermann. So, was haben wir jetzt hier? Steamy Sale, 50% off, okay. So, hier wieder ein Schlüssel. Also das ganze Goldzeug, das weiß ich nicht genau, ob man das irgendwie wirklich braucht. Naja, wobei... Ach so! Ah, ich dachte gerade, ich muss da irgendwie Bomben verschwenden, aber... Neu! Schön die Goldtaler einsammeln. Gut. So, dann... gehen wir hier links... Ah, scheiße, gar nicht gesehen. Gut, die Bombe nehmen wir auch mit. Ach du Scheiße. Ah ja, okay, der Schlüssel, Wahnsinn. Gut, da kommt schon der Boss, also dann gucken wir uns erstmal noch im anderen Bereich von dem Dungeon um. Halt hier hoch. Noch eins hoch. Und rechts. Gut, hier ist aber gar nichts. Okay. So, dann haben wir noch hoch, hoch, rechts. Ah, shit. Lass mich! Gut, haben wir auch alles erwischt. Da ist eine Bombe im Stein, aber das bringt uns doch alles nichts, oder? Nee. So, und dann haben wir da oben noch zwei Räume. Hier rechts. Eine Truhe. Ja! Achso, die heiligen Spinnen von Antiochia, die man nicht besiegen kann, oder was? Naja, dann hauen wir lieber ab. Schauen noch kurz hier rein. Ja, da sind sie wieder. Ah, schnell weg. Ih, was ist das?
Ja, lass mich doch in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Ach so, ja, jetzt auf einmal nach oben. Jawoll! Ja, für ein halbes Herz, das ich nicht mal nehmen kann. Okay, danke. Gut, also ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles gesehen. Gut, in dem... Achso, das ist jetzt eh zu. Genau, da hier links, das war auch so ein Scheiß, wo es irgendwie nur so Nonsens gab, oder? Wie war das? Ach, ich weiß nicht irgendwie. Jetzt habe ich gerade voll Energie und alles. Da gehe ich lieber zum Boss und gucke, dass ich das irgendwie gerockt bekomme. Genau, das werden wir jetzt auch machen. Volle Energie, beste Voraussetzung. Gucken wir doch mal, ob das hier irgendwie was wird. Und los geht's. Oh, Isaacs Mom ist es. Der Stiefel des Todes. Isaac! Ach du Scheiße, boah. Der krasse Horror. Ja, Stiefli! Isaac! Ja, Isaac, das bin ich! Ach, komm schon! Ich werde dich besiegen! Mutter! Isaac! Ah! Komm schon! Gleich haben wir dich! Biatch! His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. Oh Gott. And just like that, it was over. Ah, da freute sich der Isaac. Oh oh. Oha, oha. Ja, interessant. Starker Tobak. Und ja, viel mehr weiß ich gar nicht an der Stelle, was ich dazu noch sagen soll. Interessante Sache. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob das so einen hohen Wiederspielwert hat, weil wahrscheinlich ist es doch beim nächsten Mal wieder genau dasselbe, nur mit anderen Items. Aber da muss ich mich nochmal von überzeugen. Es scheint auch noch so Challenges zu geben, die man machen kann und so. Aber das gucke ich mir jetzt, glaube ich, gleich nochmal in Ruhe an. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mein kleines, naja, jetzt kann man ja schon fast Let's Play sagen, wenn man es jetzt doch durchgespielt hat, von dem guten alten Isaac hier. Wie gesagt, im Moment kostenlos für die PlayStation Plus Mitglieder im PSN Store. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, wenn euch das gefallen hat. Und lasst doch gerne eure Kommentare da, ob ihr das gut fandet, ob ich mal wieder die PS Plus Games anzocken soll. Ich glaube, Escape Plan gibt es im Moment auch noch umsonst. Vielleicht mache ich davon dann auch noch einen angezockt. Und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Das würde mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Jungs und Mädels. Euer Ombre.